tear gas. This wasn't good. I needed to find a way out of that stairwell and fast. Weil das eine Fluchttreppe und kein... Ja, keine Ahnung was. That would have been too easy. Na, da rein? The doors were all locked. There had to be something else I wasn't seeing. I was trying to work out what direction I was headed in when I discovered some more Brazilian architecture not designed for the American physique. Hallöchen. Oh, in den Mund rein. Und der hat einen Mund genommen. Das große Stück. There it was, the tape from the Bronco security system. Jesus, it was that guy. I had seen him in the favela, Bachmeier, Becker's right-hand man. His time would come, him and Becker. So, und warum nimmt er jetzt nicht die CDs mit, so als Beweismittel? Was ist denn das für ein komisches Viech hier? Grinst mich da so hässlich an. I'd seen enough. It was time to bring this nightmare to an end. Okay, ich schau noch nach goldenen Waffen oder so, gibt's nix. Und ich hab's Gefühl, ich kann ihn wohl nicht so einfach rauslatschen. Und da wird sicherlich noch ein. Nicht ein Begrüßungskommando, sondern so ein Verabschiedungskommando. Wir haben die auch noch hier ein Labor und wieder Spezialeinheiten und ich bin an der falschen Seite. Oh! Ich sehe hier gar nicht. Hallo? Und er sollte vielleicht auch nachladen. Na toll. Was war denn das für ein toller Tod? So, dann sollte man diesmal schauen, dass wir ein bisschen defensiver vorangehen. Aber eine zweite Waffe, so liegt hier nicht rum. Dann halt nur die Pistole hier. Hey, da kommt ja auch noch von hier reingesegelt. Und ich sehe mal fast gar nichts. Oh, der hat schon wieder so einen blöden Helm. Ah, jetzt nicht mehr. So, da hinten, ganz hinten war doch auch noch einer. Genau der, wo jetzt den Sturm angriff macht. So, ich glaub, das war's. I couldn't get that tape out of my head. Why had Ufe killed Rodrigo? I wasn't gonna find any answers in the forensics lab. I had to push on. So, es gibt ja Leute, die gesagt haben, warum ich nicht zwei Uzis aufheb, aber ich kann, glaub, gar keine zwei aufheben. Das ist das Problem. Oh, haha. Scheiße gelabert. Und dann halt doch zwei. Aber jetzt packt er wieder eine weg. So ein Trottel. So, welche Türe? Die da? Hey pal. Nice to see you. Vai pra casa, gringo de merda. I don't think we've been properly introduced. I know who you are. And you should have killed me in the office when you had the chance. There's still time, meu camarada. Nein! What? Wow! Über was rutsch ich da grad? Über eine Bar oder sowas? Oh, da... Ach nee, der geht down grad. Voll die Bar, hey. Wie wär's mit einem Wagen mit Rädern?
War da ein noch? Nein! Nur, oh, wow. Ja, sind ja richtig viele. Warum hat er jetzt einen roten Laser? Sonst hatten die doch immer einen grünen. Oder war das einfach ein Sniper-Laser? So, und... Oh, von wo? Von wo? Von wo? Von wo? Hallo? Ich will jetzt mal hier die Akimbo-Uzi ausprobieren, du Trottel. So, jetzt aber. Hier einmal Painkiller. Oh, nicht Nahkampf. Hey, das ist ja ganz schön hektisch, wenn wir hier mal mit zwei Sachen hier was ausprobieren wollen. Oh, schreit noch einer. Another pile of bodies and still nothing to show for it. I felt like I was detaching, that maybe this was revenge for something else, something buried deep in the past. So, liegt hier noch irgendwo Uzi-Munition rum? Ein MP. Na dann, oh, ich bräuchte auch noch Painkiller. Wenn ich das gerade so sehe. Das wäre auch noch sehr gut. Aber leider liegt hier nichts rum. Rodrigo, Giovanna, Passos. Everyone who'd meant anything was gone. Like so many times before, I'd found myself alone. Locked in a course of destruction. It was at my worst when I was at my best. Wenn ich tief war, lief ich zur Hochform auf, okay? So, können wir da rein, oder? Nein, da können wir natürlich nicht rein. Oh, 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 oh. Ja, Leute, chillt, ich hab's gesehen. Das erinnert irgendwie auch an Call of Duty Modern Warfare, der erste Teil. Der Parcours ganz am Anfang. Wir dürfen da jetzt durchrennen. Ich hoffe, ohne Zeit. Wop. Warum sind da echte Gegner? Wop, 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 wop. Genau. Unfair. Hallo? Kommt einfach von oben ohne Deckung. So, dann nochmal den Parcours von vorne. Luckily, I wasn't the only cop with a pill problem. Ja, sie haben immer Medikamentenprobleme oder was? So, solltest du mal auf den da oben achten. Wo kommt da einer? Natürlich. Ist jetzt aber noch nicht tot. So, let's... Wow. Schon wieder Nahkampf, ey. Hey, die Cops, die sind ganz schön kontaktfreudig. So, meine Uzi-Munition geht langsam zur Neige. Oh. Da verballere ich auch noch alles. So, der hatte doch eine dicke Wumme dabei. So, sind das eigentlich explosive Fässer? Nö. Die stehen dann nur zur Zierde. Und die Painkiller sind auch wieder weggesuchtet.
So, und oh, wir haben jetzt, glaube ich, eine goldene Waffe. Kann das sein? Sehe ich das richtig? Sieht mir leider nirgends, aber ich glaube, der hat... Jo, der hat jetzt eine goldene Waffe in der Hand. Und jetzt alle Teile zusammengefügt haben, aber... Ob das jetzt was bringt oder nicht, ist halt auch die Frage. They had their body armor. I had mine. Oh, da ist mir auch noch voll auf dem Schießplatz hier. Dann hätte ich doch auch da vorne reingehen können. Ich hätte es hier hinten rum und mich einmal hier hinlegen. Ah, jetzt sieht man die goldene Waffe perfekt. Von der MG 36 sogar. Also nicht was von G6 Kommando, glaub. Was eigentlich ist MG36? Hallo? Oh, wo schießt der hin? So, das waren mal wieder alle. Zum Glück auch, weil lange hätte ich nicht mehr überlebt. Okay, goldene Magazine und Blutspuren. Ist mir auch noch nicht aufgefallen. Ich hinterlasse blutige Spuren. Kann das sein? Hat der gerade die Hände hochgenommen oder? War der doch ziemlich blöd, der hatte doch auch eine Waffe. So, da waren wir doch vorher schon. Becker and Bachmeier had taken their pound of flesh and sold it on the black market. Now I was coming for mine. Ja, mein Anteil, Painkillers. Gibt's da nichts? Nee, ist nur eine komische Schmierdose oder so. Do outro grupo, mas o gringo já deve estar morto agora. Senhor, ele não parece estar morto! Puta puta, pelo amor de Deus! Oh. Ah, hallo? Da kann man sich nicht mal bewegen und ist schon tot. Alles klar. Gehen auch. Sehr realistisch. So, die nächsten Gegner. Na, no, gerade nur aus der Bullet Time rausgeht. Ach, da hinten. Oh, da kommen ja richtig viele. Kommt mir fast so vor, als wenn wir in der Polizeieinheitszentrale. Hier auf feste Deckung. Oh, der ist auch da so geschissen hinter dem Ständer. Nein, jetzt rennt er weg, der blöde Fackel.
Da, ah, ich wollte sagen, da hinten war doch noch sicherlich eine. Betonung auf war.